Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ein Königreich für ein Lama. Vielleicht höre ich mich jetzt etwas anders an, denn ich habe mal den Pegel von meinem Mikrofon ein bisschen runtergedreht. Ich weiß jetzt nur nicht, ob Pegel gleichzusetzen ist mit Empfindlichkeit. Deswegen werde ich das mal ausprobieren. Weil ich habe jetzt auch nirgendwo irgendwas mit Empfindlichkeit gefunden, aber mich hat das irgendwie so ein bisschen gestört, dass man dauernd irgendwie Autogeräusch und sowas gehört hat. Und jetzt habe ich einfach mal das Mikrofon etwas näher an meinen Mund gerückt und ja, hoffe einfach mal, dass das jetzt so funktioniert, wie ich mir das so gedacht habe. Ja, wir haben heute, jetzt muss ich gerade mal auf die Uhr gucken, wir haben heute den 7.7.2018 um 12:43 und 57 Sekunden. Ja, und wir sind in der Innenstadt. Ich lade das schon mal. Die Innenstadt? Ne, da unten ist noch irgendwas. Wie viel haben wir? Ich weiß nicht, was ich das letzte Mal gesagt habe. Ich glaube, wir hatten 8 oder 7 Welten. Also es ist 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, das hat man jetzt auch gehört. 6. Gut, also 6 waren es auf keinen Fall, es waren 7 oder 8. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Weil ich müsste ja dann, bevor ich das allerletzte Level anfange, möchte ich halt noch gerne in den anderen Leveln alle Münzen holen, weil ich nicht ganz. Ich weiß. Oder ich gucke erstmal nach, ob was es denn dafür gibt, wenn wir überall Münzen sammeln. Weil wenn das sowieso nichts bringt, dann lasse ich das auch sein. Aber wir fangen jetzt hier erstmal in der Innenstadt an. Das war doch mal eine sehr lustige Sequenz, fand ich. Ich mag das sowieso, wenn dann irgendwie so kleine Wölkchen auftauchen und dann halt nur an dieser einen Stelle dann es regnet und es gewittert und so. Ja, genau. Und wo ich das jetzt sehe, das ist jetzt wieder tatsächlich so eine Stelle, an die ich mich etwas mehr erinnern kann als den Rest des Spiels. Ich weiß nicht warum. Möglicherweise ist das kein gutes Zeichen. Es sieht auch sehr, also open-worldiger aus. Also überall gehen irgendwelche Wege hin. Also es sieht open-worldiger aus als die anderen Level, als die anderen Schlauchlevel. Finde ich nicht so gut. Okay. Ja, gut. Ich glaube, das muss die letzte Einstellung sein, weil das so ganz oben ist. Ja. Das ist ein Möhrchen. Ich mag das auch so, wie das aus dem Spiel, aus dem Intro-Ding dann irgendwie hier hingeht. Fällt mir sehr gut. Jetzt muss ich auch noch niesen. Das übersteuert jetzt auch nicht mehr so extrem. Das ist auch gut. So. Tja, jetzt haben wir es doch bis zur Stadt geschafft. Ich habe schon gedacht, wir kommen hier nie mehr an. Ismas Wachen werden nach uns beiden suchen. Wir sollten uns trennen. Ein einsames Lama erregt keinen Verdacht. Sei vorsichtig. Ich bin sicher, Isma hat ein paar böse Überraschungen für uns vorbereitet. Locker bleiben, Bäuerchen. Ich kenne diese Straßen wie meine Westentasche. Nein.
Aber Cusco, du bist ein Lama, du hast doch gar keine Weste an. Immer musst du das Schlimmste befürchten, hä, Pacha? Wir treffen uns im Palast. Verlauf dich nicht. Im Palast! Mach dir um mich keine Sorgen. Ich versuche, vornehm zu wirken, damit ich nicht so auffalle. Vornehm? Du? Als könntest du sowas schaffen. Ach schade, ich dachte, der würde jetzt noch irgendwie weggehen. So, was ist das? Damit können wir nichts machen anscheinend. Na gut, da kommen wir so auch nicht hoch. Da kommt man doch so hin. Erzähl mir doch nichts. Das war eben dann doch wieder der beste Versuch, so wie es dann auch immer ist. Ja gut, wir gehen einfach mal weiter. Was ist mit dir? Entschuldige, mein Junge. Ich sehe nicht so gut. Ich suche mein Kaninchen. Kannst du mir helfen? Solltest du mich nicht ansehen, wenn du mit mir sprichst? Oh, entschuldige, mein Fehler. Hey, du Bengel, du. Wenn du mir mein Kaninchen zurückbringst, bekommst du meinen schönen roten Cusco-Stein. Zu deinem Glück ist verloren gegangene Kaninchen finden meine Spezialität. Wo finde ich jetzt ein Kaninchen auf dem Marktplatz? Weißt du, mein Kaninchen mag Karotten sehr gern. Warum sprichst du immer noch mit mir? Siehst du nicht, dass du mir egal bist? Na schön. Falls du noch Lust hast, warte ich hier auf dich. Oh, jetzt tut mir voll leid. Mach dir keine falschen Hoffnungen, Alter. Ich habe Besseres zu tun. Okay, das heißt, wir können diesen Topf, damit können wir doch was machen. Ja. Ich musste erstmal wieder die Taste finden. Es war Kreis. Ein Münzchen. Nein! Ah, geh weg! Oh Gott, ich kann das doch gar nicht mehr. Es ist schon so lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Münzchen! Boom, Baby! Okay, wo müssen wir überhaupt hin? Ich muss mir das jetzt hier erstmal angucken. Warum regnet es überhaupt? Ah, da hinten ist sowas versteckt. Und da ist das Häschen, guck mal. Booyah! Okay. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal unser Möhrchentopf. Und ich schätze einfach mal, der wird uns dann hinterherrennen oder so. Booyah! Hoffe ich. Mein Äschen. Musst du mir jetzt hinterher? Ja. Wunderbar. Nett, 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 nett. Hier bin ich. Bloß nicht zu weit weglaufen. Guck mal, ich habe den Häschen mitgebracht. Oh, du hast ihn gefunden. Ich habe dich vermisst, Schnuffel. Hier ist der rote Cusco. Hier ist der rote Cusco-Stein, den ich dir versprochen habe. Yeah. Oh ja! Wo gehst du jetzt hin? Kommst du jetzt mit oder was? Nö, der läuft jetzt einfach nur dumm darum. Na gut. Ob wir den Topf noch für irgendwas brauchen? Na, springen können wir damit ja nicht, ne? Ich gehe dann erstmal hier hoch. Warum fahren denn jetzt so viele laute Gerätschaften da draußen rum? Mama, Mama. Meine Nase. Ah. Okay, da oben kommen wir auch noch irgendwie hin.
Ich möchte mal gerne hier auf das Ding springen. Können wir hier noch irgendwo was reißen so? Ich glaube nicht. Schade. Ja gut, dann geht's wohl nur hier unten weiter. Aber ich nehme mal den Topf mit. Vielleicht brauchen wir den ja noch. Oh, ich höre. Das stelle ich erstmal hier ab. Kontrollpunkt. Nicht zu nah. Willst du mich verarschen? Stirb, ey. Piekt er mich einfach mit seinem Dreizack da. Was, ein Dreizack? Weiß nicht, oder eine Heugabel, keine Ahnung. Oh. Da kommt man auch irgendwie hin. Kommt man hin? Ich will das haben. Da hätte ich nicht so schepp springen dürfen. Ich glaube, ich nehme mal einen Analogstick. Vielleicht geht das besser. Nee, ich bleib beim Digitalpad. Das ist dann doch etwas einfacher. Ich will das jetzt haben. Und die Kamera kann mich auch mal... Ah. Wunderschön. So, können wir von hier aus noch irgendwo hin? Ich denke nicht, Tim. Na gut. Dann gehen wir mal weiter. Ich lasse das Ding mal da vorne stehen. Da kommen wahrscheinlich wieder... Ja, natürlich kommen da Skorpione raus. Oder einer jedenfalls. Okay. Oh, zwei... Dreizack-Menschen. Dann machen wir die erstmal tot. So. Der macht mir, glaube ich, noch nichts da drüben. Hm. So. Ja, hier gibt es gut Münzen. Ich meine, hier wäre noch irgendwas versteckt gewesen, wenn man hier so war. Man kam auch, glaube ich, da rein. Das sah dann irgendwie so ein bisschen aus wie eine Pyramide. Das kann aber auch noch später gewesen sein. Das ist bestimmt wieder ein... Nee, doch nicht. Ich dachte, das wäre wieder eine Falle gewesen. Aber da ist unser nächster Kontrollpunkt. Eieiei. Und da geht's wieder rein. Kontrollpunkt. Oh, guck mal. Ein Vampi. Geheimnis. Vampi! Wo kam das denn nochmal her mit dem Geheimnis? War das von Skull Monkeys? Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher irgendwie. Ja, hier, aber hier... Das mag ich nicht. Ich hol mal unser Dingsbums wieder. Was denn? Unsere Möhrchen. Ich habe das Gefühl, dass wir die immer noch brauchen. Da. Halt, wie kommt man da oben hin? Weil das sieht so aus, als ob man da noch hin müsste. Und da ganz am Anfang war ja auch noch was, wo man auch hin musste. Ach, ich weiß es doch nicht. Hm. Ach, scheiße, wir können... Tja, den hätte ich gar nicht holen brauchen. Wir hätten mir eben eigentlich auch schon auffallen müssen, weil wir kommen hier ja nicht drüber. Wir den ganzen Weg umsonst gelaufen. Da oben ist auch nichts drauf. Ja, das heißt wohl, genau. Ja, da unten ist auch nichts. Dann gehen wir mal hier wieder rein, ne? So, und da geht's auf jeden Fall runter. Mhm. Okay. Die Kamera hat wieder Seizures. Ich will doch noch gar nicht dahin. Macht er wieder zu.